Hallo, ich bin's mal wieder. Da hatte ich gestern eine interessante Gesprächsrunde und da erzählt mir jemand tatsächlich eine unglaubliche Geschichte. Irgendwann habe ich gar nicht mehr zugehört, aber ich dachte, wir hätten hier bei uns in der Oberlausitz ein Dorf mit 15 Zippeln. Und da dachte ich, ja, ein Dorf hat einen Anfang, ein Dorf hat ein Ende und mittendrin vielleicht noch ein paar Stadtgebiete oder Dorfgebiete jeweils. Da gibt es Niederdorf und Oberdorf, wie das eben alles immer so ist. Aber, also 15 Zippel und da hört es dann bei mir auf. Und wenn ich schon für euch in der Oberlausitz unterwegs bin, irgendwie hat mich das ja alles nicht in Ruhe gelassen. Und da dachte ich, du musst dir heute Rat holen und der Sache auf den Grund gehen. Kann ja doch was dran sein, nicht? Und da dachte ich, okay, eigentlich kenne ich jemanden und ich würde euch mitnehmen, und um die Frage zu beantworten. Ich habe jemanden, der könnte den jetzt mal anrufen und mal sehen. Interessant ist es ja irgendwo doch, ne? 15 Zippel. Sagenhaft. Ich habe unlängst erst mit diesem Original, Oberlausitzer Original, zusammengearbeitet. Und naja, Achtung, klingelt. Ja, Nicole, der Frank hier, hallo. Hättest du mal eine Minute für mich Zeit? Ich habe wieder mal ein Problem, eine Frage und brauche wirklich ein Oberlausitzer Original, um das zu klären. Ah, danke schön. Ja, nö, alles gut, alles okay. Nee, aber du, ich hab jemanden mitgebracht. Und du weißt, ich bin da nicht ganz allein. Und die wollen. Nee, pass auf, es geht um die Frage. Hier hat mir jemand was erzählt. 15 Zippel, ein Dorf mit 15 Zippeln hier bei uns in der Oberlausitz. Ja, da hab ich die richtige. Du, Nicole, machst du mir bitte einen Gefallen? Wenn ich die Zuschauer schon mit dabei habe, dass wir dich auch sehen könnten. Schalt mal bitte in dein Smartphone die Kamera ein. Und ja, na klar. Ja. Na, interessant ist die Sache. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der mir da wirklich helfen kann. Im Original. Ja, die Sprache, das ist dann die zweite Sache, ist eben halt Oberlausitzer Mundart. Aber wir kriegen das schon hin. Hauptsache, ich habe jemanden. Ja, du bist wieder da. Wunderschön, jetzt können wir zusammen reden und jetzt können die Zuschauer eben auch sehen. Dorf mit 15 Zippel, no. An Lausitzbergen, an der Grenze. Dort leider so ein großes Nest. Was? Das kennst du nicht? Das Netz und Kleben, dort bist du gar noch nicht gewasst. Nee, das kenne ich nicht. An der Grenze? Nee, säumersch, ach du nascher Kerle, bist ja auch nicht ganz verwirrt. Von so einem Imbensch, großen Nase, hast du wirklich nichts gehört? Lass mich überlegen, ja. Und kennst du nicht die Gittelbische, wo Schiene ruht, die Hede blieht, die Hoborch und die Hinterecke, dort wo der Weig das Biemsche gibt? Wenn du das mal ein bisschen genauer beschreiben könntest. Die Habels und die Klicksenmühle, wo ich übers Warte Spradergeist. Und wo ein ganzes Dorf runter, da lange Wasserkorben scheust. Der Habels und die Klicksenmühle. Ein Wehr über die Spree. Und wo das ganze Dorf runter, der Wassergraben sprießt, die Spree. Meinst du die Spree? Ja, klar. Mir dünkt da etwas, ich glaube. Das große Dorf mit 15 Zippeln bis an der Biemsche Grenze noch. Und wenn du jetzt hängst rumrum willst, Zippeln, da gehen aber da drauf. Stopp. Ins Biemsche, also für unsere Zuschauer nach Böhmen. In die Böhmsche Grenze gehen einige Wege. Aber über 15 Zippel bin ich da noch nicht gelaufen. Ich saß. Du schüttelst mit dem Kuppe. Du kennst meine Harjemer Schnee. Also wenn ich ein paar Tage brauche,
um drumherum zu laufen, um dieses angebliche Dorf, dann frage ich mich, wie kann mir so ein doch großes Dorf hier in der Gegend durch die Lappen gehen? Ein Unding eigentlich. Ich komme immer noch nicht ganz mit, Nicole. Also, oder du, am besten du fasst das Ganze nochmal zusammen. Also es muss ja mal klingeln. An Lausitzbargen, an der Kranze. Dort leider so ein großes Nest. Was? Das kennst du nicht? Das Netz und Kleben. Dort bist du gar noch nicht gewasst. Wie säumerst auch du Nascher, Kalle? Bist du auch nicht ganz verwirrt? Von so einem Imbensch, großen Nase, hast du wirklich nichts gehört? Und kennst du nicht die Gittelbüsche, wo Schienenhut, die Hedeblied, die Hoborch und die Hinterecke, dort wo der Weig das Biemsche gibt? Die Habels und die Klicksenmühle, wo ich übers Warte Sprader gehst. Und wo ein ganzes Dorf runter da lange Wasserkorben scheust. Das große Dorf mit 15 Zippeln. Bis an der Biemsche Grenze noch. Und wenn jetzt hängst drum rum willst, Dippel, da gehen aber Tage drauf. Ich sag's, du schüttelst mit dem Kuppe. Du kennst vorne, Harjemer Schnee. Das große Nest, dort an der Grenze, das ist doch so Land an der Spree. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Vielen Dank, liebe Nicole. Ich weiß Bescheid und Asche auf mein Haupt. Haben wir einiges gelernt und für alle anderen Zuschauer sage ich, besuchen Sie Soland, das Dorf mit den 15 Zippeln.